Klimakonferenz dieses Jahr findet in Peru statt. Peru ist ein Land, das eines der Länder der Welt, die am stärksten jetzt schon vom Klimawandel betroffen sind. Das bedeutet, wir haben in den großen Städten von Peru, in Lima und anderen großen Städten, gibt es schon sehr viele Klimaflüchtlinge, Kleinbauern, die früher in den Anden gelebt haben, die Landwirtschaft in den Anden betrieben haben, die das jetzt nicht mehr machen können. So teilweise werden die Ernten zerstört wegen Starkregen. Es kann aber auch vorkommen, dass der Frost zum Beispiel während der Erntezeit kommt und nicht erst nach der Erntezeit. Also es gibt viel kältere und viel heißere Perioden in Lima. Und besonders die Kleinbauern in den Anden spüren das und flüchten deswegen in die Städte und werden teilweise zu Armutsflüchtlingen in den Städten oder versuchen dann wieder, nach ein paar Jahren haben wir Geschichten gehört von Menschen, die nach ein paar Jahren wieder zurück in die Berge gehen und dort weiter versuchen, Landwirtschaft zu machen unter extremsten und schwierigen Bedingungen.